Yes, 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 yes. Mich hat heute einer meiner Besten gefragt, was so typische Workflow-Tipps sind, die ich ihm da geben kann. Und ich habe jetzt heute für dieses Video einen besonderen Workflow-Tipp für euch vorbereitet, und zwar das Thema Presets. Nicht das Thema Presets, jetzt irgendwelche vorgefertigten Sounddesign-Presets von irgendwelchen Synthes, wo ihr dann schon eine riesen Library an Sachen habt, sondern eure eigenen Presets, die ihr selber erstellt. Und dies ist so eine Sache, die viele von meinen Besten ja unterschätzen. Und da möchte ich euch ein paar Sachen zeigen. Also angenommen die Situation, ihr habt jetzt lange irgendwie an einem Synthi, an einem Sample, Drum Rack oder sonst was gebaut und seid jetzt zufrieden und habt jetzt genau diesen Sound gefunden, den ihr geil findet. Dann macht es Sinn, das Ganze als Preset abzuspeichern, damit ihr das später ohne Hustle easy in einem neuen Projekt wiederverwenden könnt. Bevor ihr eigene Presets abspeichert, möchte ich euch zwei Tipps ans Herz legen, die ihr vorher machen solltet. Das allererste, schaut, dass ihr das Ganze gescheit benennt. Und was meine ich mit gescheit? Natürlich zum einen, dass das irgendwie ein repräsentativer Name ist, wo ihr das auch wirklich wiedererkennen könnt, was da ungefähr mit gemeint war, also hinter diesem Sound. Und das zweite, ich packe, wenn wir uns das mal anschauen, hier immer vor meine eigenen Presets einen kleinen Unterstrich davor. Das hat den Vorteil, dass der Unterstrich vor dem A im Alphabet kommt und eure Presets dann, wenn ihr jetzt noch gemischt in einem Ordner habt mit anderen, immer ganz oben stehen. Angenommen, ihr habt jetzt Ableton Live Push, dann ist es zum Beispiel ganz praktisch, dass eure Presets immer oben stehen vor den Ableton internen Sachen. Ja, also deswegen packe ich den Unterstrich vorne dran und damit ist mein eigenes Preset ganz klar erkennbar im Namen schon und automatisch ganz oben in der Liste. Das zweite, was ich euch empfehlen würde zu beachten, ist schon im Vorfeld Makroregler zu belegen. Das heißt also, wir stellen uns nochmal die Situation vor. Ihr habt jetzt lange an dem Sound geschraubt. Ihr kennt den Sound ziemlich gut und typischerweise hat so ein Synthi oder irgend so ein, diese ganzen Effekte, die dann da drin vorkommen, haben sehr, sehr, sehr viele Parameter, die ich einstellen kann. Ich brauche von den 50, von den 100, die da irgendwie einstellbar sind, wahrscheinlich 3 oder 4. So, das heißt, in dem Moment, wo ich den Sound baue, weiß ich schon, was sind die wichtigsten Parameter in meinem Sound, die ich später wieder benutzen möchte. Zum Beispiel der Filter-Cutoff oder zum Beispiel die Release-Zeit oder was auch immer. Vielleicht habt ihr irgendwelche Effekteinstellungen, die für den Sound wichtig sind. Ja? Überlegt euch, was sind die wichtigsten Parameter für diesen Sound und mappt die als Makro. Wir schauen uns mal an, wie das funktioniert. Bevor ihr irgendwelche Makros belegen könnt, müsst ihr euren Sound in eine Gruppe packen. Ganz einfach, ja, rechte Maustaste und dann auf Gruppieren klicken und schon packt ihr euer Instrument in eine Ableton Live Gruppe, in eine Instrumentengruppe. Selbst wenn da nur ein Instrument in der Gruppe drin ist, ist gar kein Problem. Da können zwar mehr rein, aber selbst wenn nur eins drin ist, ich habe trotzdem da dann die Möglichkeit, Makros zu belegen, die ich vorher nicht hatte. Als Makromappen ist relativ einfach. Ich habe jetzt hier für diesen Sound, seht ihr hier, die Release-Zeit als Makro gemappt, weil es ist so ein 8-8-Sound, natürlich klar, ne, das macht natürlich einen Riesenunterschied, ob der lange nachklingt oder ob der kurz nachklingt. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Parameter. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt in diesem Sound hier mehrere Simpler drin und ich muss in beiden Simplern, die hier drin sind, die Release-Zeit ändern, damit ich das mappen kann, das rechte Maustaste hier zu klicken und dann sage ich hier zu Release zuweisen. Ja, und dann ist der dem Release zugewiesen. Genauso muss ich das hier mit allen anderen Release-Zeiten bei den Simplern machen und wenn die dann richtig gemappt sind, dann bewegen sich mit diesem einen Makro jetzt alle Release-Parameter, die ich damit verknüpft habe. Eine wichtige Sache hier in den Map-Einstellungen, ja, ich kann jetzt hier schon mal voreinstellen, was denn typischerweise hier vielleicht sinnvoll ist. In dem Fall hier wurde dieser jetzt gerade neu gemappt. Und ihr seht, bei meinem vorherigen Preset habe ich hier als Minimum 40 Millisekunden eingestellt. Ja, ich habe wahrscheinlich ausprobiert und habe gemerkt, eine Millisekunde, das ist einfach zu kurz. Das heißt, ich stelle das hier wieder auf 40 Millisekunden. Hier könnt ihr schon einstellen, was denn typischerweise so die Extremwerte sind, also was quasi der Minimum und das Maximum ist. Der linke Wert steht jeweils für Linksanschlag auf dem Regler, der rechte Wert steht für Rechtsanschlagregler. Das ist ein sehr, sehr mächtiges
Tool. Ich möchte da jetzt gar nicht zu tief in die Materie reingehen, aber wie gesagt, Tipp Nummer 2, schaut, dass ihr die Makro-Regler sinnvoll belegt. Hier in dem Fall, wie gesagt, habe ich jetzt einfach mal Attack, Release und auch Drive belegt. Ja, Drive auf jeden Fall auch ein wichtiger Parameter. Ja, wenn ich den aufdrehe, ändere ich ganz krass den Sound von meinem Sound. Ja, und das fand ich in dem Moment wichtig. Okay, du hast deinen Sound in eine Gruppe gepackt, du hast ihn richtig benannt und du hast Makros belegt und sinnvoll eingestellt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch speichern, ganz easy, per Drag and Drop. Ja, ich habe jetzt hier für meine Besten schon den Herbeat Presets Ordner vorbereitet. Ja, da kann ich ihn einfach aufklappen und dann ziehe ich das per Drag and Drop da rein und drücke jetzt Enter. Und in dem Moment ist das Preset für die Zukunft gespeichert. Warum habe ich einen eigenen Preset-Ordner genommen und nicht in der Ableton-Library das Ganze gespeichert? Hat tatsächlich einen wichtigen Grund, nämlich angenommen, ihr installiert euren Rechner neu oder habt eine neue Version von Ableton Live oder ihr seid vielleicht in einem anderen Studio bei einem Kumpel oder sonst was. Wenn ihr einen eigenen Preset-Ordner habt, dann wisst ihr immer ganz genau, wo alle eure Presets, und zwar nur eure eigenen Presets, auf der Festplatte rumfliegen. Ja, und dann könnt ihr den Ordner einfach kopieren, mitnehmen, bei einem Kumpel aufmachen und seid sofort mit euren eigenen Sounds am Start. Oder wenn ihr jetzt neue Versionen installiert habt oder einen neuen Rechner habt, dann habt ihr trotzdem eure alten Presets immer dabei und müsst ihr nicht irgendwo in der Ableton Live Library suchen. Wenn ihr das gemacht habt, super, super geil. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Diese Presets-Geschichte ist zum einen natürlich eine Sache, die euch schnell macht. Also ihr könnt damit euren Workflow super, super, super nach vorne bringen. Aber das zweite und vielleicht sogar noch das wichtigere Argument für so eigene Presets ist, einen eigenen Sound zu finden. Denn viele fragen mich immer so, ja Daniel, irgendwie mein Lieblingsproducer, da erkenne ich sofort, das ist irgendwie der und der, einfach nur, wenn ich den einen Takt von dem höre. Irgendwie. Und wie kann ich denn das auch machen? Ja, und Presets sind ein super Weg dafür, also eure eigens erstellten Presets sind ein super Weg, euren eigenen Sound auch wirklich immer wieder in eure eigenen Tracks mit reinzubringen. Das heißt also, ja, wenn ihr jetzt jedes Mal andere Presets oder anderen Synthi-Sound habt und alles immer komplett anders klingt, dann ist es natürlich sehr schwer für einen Zuhörer, also für eure Fans, irgendwie irgendwann zu sagen so, guck mal, das ist so der typische XY-Bass oder das ist das der Mega-Plug von dem und dem. Ja? Wenn ihr aber so einen ultra geilen Sound habt und den immer mal wieder in euren eigenen Projekten nutzt, ja, vielleicht sogar mit anderen Parametern, aber so grundsätzlich ist das ein ähnlicher Sound, dann gebt ihr wirklich euren Fans die Chance, irgendwie euren Sound wiederzuerkennen und ja, ihr werdet damit genau das, nämlich wiedererkennbar und entwickelt so langsam euren eigenen Sound. In diesem Sinne, Fader hoch und viel Spaß beim Preset bauen. Wer noch nicht so weiß, wie es abgeht, der kann natürlich gerne einen unserer kostenlosen Minikurse machen. Da gibt es übrigens auch dieses 808 Preset drin, also falls euch der Sound gefallen hat,